Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film aus Benix Drechselstube. Und heute zeige ich euch mal, wie ich hier diese neue Gartenbrause baue. Denn vorher, die ich vorher hatte, die war nur so etwa so lang. Und damit kam ich eben bis an die Pflanzen ganz in der Mitte im Beet dran. Und hiermit geht das schon wesentlich besser. Das heißt, wenn du auf jeden Fall sehen willst, wie die entsteht, dann bleib auf jeden Fall dran. Das ist einmal hier alle Teile. Das Rohr hier in der Mitte, das werde ich jetzt hier an der Stelle gleich noch heiß machen und im Schraubstock dann noch auf etwa 30 Grad biegen, damit die Brause dann eben Richtung Boden zeigt. Das ist hier einmal fertig gebogen und jetzt wird als nächstes hier einmal dieses Teil angelötet. So, das ist jetzt hier einmal fertig. Das Teil. Und hier sieht das so aus. Und jetzt werde ich mal als nächstes hier bei dem Stück Holz, das ist Nussbaumholz, daraus werde ich dann hier den Griff machen. Der werde ich jetzt mal hier in der Mitte ein Loch bohren. Das werde ich jetzt auf der Drehbank eben machen. So, da bohre ich jetzt erstmal mit einem Zentrierbohrer ein Stück vor. So, jetzt mache ich erstmal eine 8 mm Bohrung, bevor ich dann mit dem 16 mm Bohrer weiter bohre. Und jetzt geht's mit einem 15,75 mm Bohrer weiter. So, hier, das ist einmal das fertige Loch. Das sitzt jetzt auch schon ganz gut hier. Und jetzt habe ich vor, dass ich dann noch dieses Gewindeteil hier so drauf setze und das dann hier verlöte. Das mache ich auch wieder mit Weichlot, weil das dann nicht so viel Temperatur braucht. Und dann hoffe ich einfach, dass das Holz nicht so schnell verbrennt. Und das mache ich jetzt. Das Ganze jetzt hier aus und jetzt werde ich noch mal eben auf der Drechselbank hier noch ein bisschen die Kante abrunden. Thank you.
So, das ist jetzt hier schon mal schön glatt. Und hier ist jetzt die Faser dran. Und dann werde ich dann nochmal eben mit meinem Drechselwachs das noch ein bisschen polieren. Damit, wenn das auch mal ein bisschen Feuchtigkeit abbekommt, das dann nicht so schnell ins Holz einzieht. So, und während das jetzt hier trocknet, werde ich dann schon mal hier bei dem Rohr das mal ein bisschen polieren, da an der Stelle, und ein bisschen das überschüssige Lot abschleifen. Und vorne als Brausenkopf habe ich den hier. Den habe ich neulich mal gebaut für eine andere Brause, aber hier bei der habe ich ja jetzt ein längeres Rohr. Deswegen werde ich den erstmal mit da drauf schrauben. Da werde ich jetzt hier noch ein bisschen das überschüssige Lot wegschleifen, und das mache ich einfach mit ein bisschen Schleifpapier. Um jetzt noch hier diese dunkleren Verfärbungen wegzubekommen, nehme ich im Akkuschrauber einfach so eine Satinierbürste. So, das gleiche mache ich jetzt auf dieser Seite auch. Und das sieht jetzt schon ziemlich schön aus. So, jetzt werde ich auch noch zum Zusammenbauen, nehme ich dann hier noch Teflon-Dichtung, damit das dann auch dicht ist. Und das ist jetzt hier zusammengebaut. So, das gleiche passiert jetzt mit dem Griff. Da mache ich dann auch etwas Teflon-Dichtung drauf. Und dann schraube ich das hier oben auch rein. So, damit geht das Gießen auf jeden Fall viel besser, weil ich nämlich dann auch an die Pflanzen ganz in der Mitte rankomme, wo ich mich vorher immer so übers Beet hängen musste. Und das war es dann eben auch immer mit dem Video heute, und ich hoffe, euch hat es gefallen, und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!